So, ich bin auf der Intersolar und habe einen Experten für Ladeinfrastruktur neben mir stehen. Das ist der Christopher Hecht von The Mobility House und von der RWTH Aachen. Hallo Christopher, was hat dich beeindruckt eigentlich bei der Empower to Drive? Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Beeindruckt oder mitgenommen habe ich vor allem, dass sich relativ viele Hersteller jetzt schon im Feld positioniert haben. Es gibt extrem viele Hersteller, die wirklich gute Produkte auf dem Markt haben, die verschiedene Features, wo man sich vielleicht noch vor ein paar Jahren mit auszeichnen konnte, jetzt irgendwo alle anbieten. Und das war schon spannend zu sehen, dass es ein richtiger Wettkampf jetzt wird und sich zu positionieren wird, glaube ich, immer herausfordernder. Und immer quasi der Wettbewerb wird intensiver, die Produkte werden ausgereifter und wir sind wirklich in einer Hochphase des Marktes. Das war sehr beeindruckend. In welchen Aspekten haben die Produkte denn irgendwie technologisch dazugewonnen oder welche Funktionen sieht man denn besonders häufig in diesem Jahr? Also ich glaube, zum einen sind viele Funktionen, die man früher noch als Feature oder als etwas Besonderes angenommen hat, sind mittlerweile Standard. Das ist ein Hygienefaktor, dass wenn ich bestimmte Dinge nicht erfüllen kann, Eichrechtskonformität, also Spritzwassergeschütztheit und dergleichen, kann ich im Prinzip nicht mehr wirklich anbieten. Das muss ich machen. Ich muss ein relativ komplettes Angebot haben. Das auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite gab es einige Hersteller, Mobility House als einer davon, die das Thema Vehicle to Grid jetzt so langsam mit nicht mehr nur Piloten und Testprojekten und solchen Versuchen angehen, sondern eben jetzt auch wirklich Dinge, Produkte, Ankündigungen im Markt haben, die dann auch wirklich auf eine Kommerzialisierung hingehen, die eben nicht mehr in dieser Sandbox ist, sondern einfach auf dem freien Markt. Und das war schön zu sehen, dass wir da jetzt endlich tatsächlich Bewegung reinbekommen in das Feld. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausweiten. Was bedeutet Vehicle to Grid und wo sind wir jetzt an welchem Punkt der Entwicklung, dass das auch wirklich in den Markt ausgerollt werden kann? Klar, gerne. Vehicle to Grid ist erstmal quasi eine Art Deckelbegriff für verschiedene Dinge, sei es, und grundsätzlich bedeutet es immer, dass ich Strom aus dem Fahrzeug wieder zurückspeise. Da kann ich so Dinge machen wie Vehicle to Home, was eben bedeutet, dass ich mein Fahrzeug nehme und damit mein Haus versorge, ähnlich wie das ein Photovoltaik-Heimspeicher tut. Oder ich bin im Bereich Vehicle to Grid, wo ich dann quasi dann Strom bereitstelle aus der Fahrzeugbatterie, wenn die Erneuerbaren gerade nicht so viel liefern, wie sie liefern könnten oder liefern sollten, um eben die Last zu decken. Und das heißt, ich habe hier ein großes Flexibilitätspotenzial, wo wir mittlerweile hingehen können, wo es Hersteller gibt, die Standards, die jetzt letztes Jahr verabschiedet wurden, aufgenommen haben, die dort Produkte anbieten, die manche vielleicht noch nicht jetzt da sind, wo es vielleicht noch nur Messe-Samples gibt, aber wo wir im Prinzip kurz davor sind, dass die auch auf dem freien Markt so verfügbar sind. Das heißt, bei der Intersolar oder bei der Power to Drive 2024 sehen wir dann eine große Palette von Produkten, die das auch wirklich umsetzen können? Da gehe ich von aus, dass sich die Palette erweitern wird. Das ist herausfordernd. Ich muss regulatorisch einiges beachten. Ich muss die Netzanschlussbedingungen erfüllen und so weiter. Das ist jetzt quasi kein Katzensprung. Aber ja, ich gehe davon aus, dass sich mehr Akteure in dem Bereich entwickeln werden. Wir als Mobility House führen auch Gespräche mit anderen Automobilherstellern, die sich auch engagieren wollen. Aber auch andere Akteure sind da dran. Das ist bekannt im Markt, dass das wichtig wird, dass das quasi der nächste Unique Selling Point wird. Wenn ich quasi in 1, 2, 3, 4 Jahren nochmal was Besonderes zeigen will, dann bin ich eben genau in diesem Bereich, dass ich es schaffe, intelligent, bidirektional, stromnetzdienend zu laden und eben damit das große Ziel zu erreichen, dass ich aus einem Elektroauto nicht mehr eine Belastung fürs Stromnetz mache, sondern eben eine Quelle von Flexibilität, sodass ich Fluktuationen bei Photovoltaik, bei Wind ausgleichen kann. Jetzt habe ich dich gefragt, was dich beeindruckt hat drüben in der Halle B6. Was hat dich denn eigentlich weniger beeindruckt und was hättest du noch mehr gewünscht auf dieser Messe? Ein Akteur, glaube ich, der zwar in Teilen da war, wo es einige Stände gab, aber wo ich sagen würde, da ist noch Luft nach oben, sind die Automobilhersteller. Es ist, wenn man sich umguckt, es sind hauptsächlich Anbieter von Ladelösungen, von intelligenten Steuerungssystemen und dergleichen, die quasi dort vertreten sind. Es wäre schön, wenn die Automobilhersteller auch nochmal mit mehr Elan, ich will nicht sagen, dass sie nichts tun, aber nochmal mit ein bisschen mehr Elan auch dann offensiv auf solchen Veranstaltungen wie hier präsentieren, was sie denn können, was sie erreichen wollen, um eben beide Seiten auch präsent zu haben, dass ich, wenn ich einen Kunden oder eine Kundin habe, die irgendwie an einer Stelle gerade Fragen haben, dass ich sagen kann, okay, hier
Zwei Meter weiter ist übrigens der passende Automobilhersteller dazu, der Ihnen dann quasi noch die Fragen zum Fahrzeug beantworten kann. Das wäre schön, wenn man eben alle Akteure da wirklich in der notwendigen Größe präsent hat. Denn wenn die Bidirektionalität kommt beim Laden, dann geht das ja nicht automatisch mit allen Elektroautos, sondern die Firmen, die solche Ladesäulen oder Ladewallboxen herstellen, haben dann meistens auch einen Automobilpartner, mit dem das erstmal nur geht, oder? Genau, also das ist zum Beispiel das Angebot, was TMH macht. Das sind aber auch andere, die prinzipiell auf Standards aufbauen, die eigentlich interoperabel sein müssen und sollen. ISO-15F8-20 ist da so ein Begriff, wenn man das suchen möchte. Aber noch sind wir, glaube ich, in einer Phase, wo Akteure lieber versuchen, sich einen Partner rauszusuchen, damit man quasi da ein getestetes, sicheres System hat, das auch wirklich funktioniert. Ich gehe aber davon aus, dass sich das auch erweitern wird, dass die Interoperabilität da wachsen wird und dass das hoffentlich jetzt auch erstmal nur ein erster Schritt ist auf dem Weg hin eben zu einem wirklich flüssigen System. Da sind noch Hürden zu meistern. Ein Beispiel dafür sind sicherlich auch die Netzanschlussbedingungen. Heutzutage, wenn ich ein Gerät ins Netz bringen möchte, was Strom einspeist, muss ich das meinem Verteilnetzbetreiber sagen. Wenn ich jetzt in Zukunft ein Auto habe, was durch die Gegend fährt, dann muss ich dem Verteilnetzbetreiber prinzipiell in so einem Idealszenario sagen, ja, jetzt bin ich 3 Stunden hier, 3 Stunden da, dann nochmal irgendwie in die Nacht nochmal woanders und könnte jeweils überall einspeisen. Und das funktioniert halt heute noch nicht. Heute muss ich sagen, hier ist meine Ladestation, mit der könnte ich einspeisen. Und ansonsten mache ich das aber nicht quasi außerhalb meiner eigenen Ladestation. Das heißt, auf Seiten der Regulatorik ist auch noch viel zu tun. Wenn so eine Messe ein Stimmungsbarometer für so einen Markt ist, zum Beispiel für den Ladeinfrastrukturmarkt, wie sieht es aus 2023 für den Markt an der Ladeinfrastruktur? Mein Eindruck ist vor allem, dass sich das Ganze, dass der Markt sehr erwachsen geworden ist. Also wir haben wenig Akteure, wo ich sagen würde, die sind gerade am Experimentieren, die zeigen erste Projekte, erste Ideen, sondern es sind sehr erwachsene Produkte, die eben auch mit einem gewissen Renommee, mit einem gewissen Aufwand auch im Service, im Marketing, im Support ausgestattet sind. Das heißt, wir haben hier wirklich funktionale Produkte. Und ganz, also daneben ist die Messe wächst. Es sind interne Wetten wohl bei den Veranstaltern, wie viele Leute kommen werden, aber sicherlich im oberen 5-stelligen bis im unteren 6-stelligen Bereich. Und das merkt man natürlich auch beim Thema Ladeinfrastruktur. Das Thema Batterie ist ein Riesenthema. Es haben mittlerweile alle verstanden, dass wir Flexibilität brauchen. Fahrzeuge sind eine Variante, wie man diese darstellen kann. Und das sieht man einfach, dass sich da der Weg weiterentwickelt vom Rhein. Wir müssen irgendwie Energie bereitstellen zum Punkt. Wir müssen Energie so bereitstellen, dass sie eben genau dann da ist, wenn wir sie brauchen. Und das merkt man, dass da eine Energie ist, da hinzugehen. Und das ist auch bei vielen, die ich persönlich kenne, ist das nicht nur ein reines, ich möchte reich werden, sondern es sind Menschen, die dafür brennen, die dafür kämpfen und die das umsetzen wollen, die da wirklich mit Herzblut hinterhängen. Und das ist tatsächlich immer wieder schön zu sehen. Das ist doch ein schönes Fazit. Vielen Dank für deine Zeit.